Werd grün, du wirst jetzt grün, werd grün. Seit Hunderten von Jahren wird das Zeitreisegehen in den Familien der Devilliers und Montrose weiter vererbt. Aber erst seit kurzem ist klar, dass ich, Gwendolyn Shepherd, dieses Gen geerbt habe. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, Klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und dabei verdammt sexy. Saphir Blau ist ja schon eure zweite Zusammenarbeit nach der ersten Romanverfilmung Rubinrot. Wie war das für euch, euch nach anderthalb Jahren wiederzusehen? Furchtbar, ich wollte es. Naja, so toll war das nicht. Nein, wir haben uns echt gefreut, wieder zusammen spielen zu können und es war richtig schön. Also hat man ja nicht oft. Der erste Film und der erste Dreh hat so viel Spaß gemacht und hat irgendwie alles hat gut geklappt. Und wir haben uns aufeinander eingestimmt und mögen uns alle sehr und mögen den Stoff, an dem wir arbeiten. Und da war es nur schön, da jetzt irgendwie weiterzumachen. In Saphir Blau gibt es jetzt schon sehr viel mehr Zeitreisen als in der ersten Verfilmung. Wenn ihr euch eine Epoche aussuchen könntet, in die ihr reisen würdet, welche wäre das? 1950, sage ich jetzt mal, weil es da die coolsten Anzüge gab. Aha. Ganz oberflächlich. Bei mir, ich habe beim ersten Teil immer gesagt, wenn die Frage kam, dass ich gerne in die 20er reisen würde. Das stimmt auch immer noch, ich finde das immer noch ganz spannend. Aber dadurch, dass wir jetzt so viele verschiedene Zeiten hatten, dann eben auch die 50er drin waren und so bei Saphir Blau, glaube ich, würde ich auch voll gerne einfach mal so komplett durch. Also ich würde ganz gerne mal so einen Zeitstrahl auspacken und einfach mal so durchreisen. Und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Spiel. Und zwar haben wir da zwei Schilder für euch vorbereitet, zwei Blöcke. Und ich stelle jedem von euch eine Frage über den jeweils anderen und beide müssen dann die Antwort aufschreiben. Dann drehen wir um und vergleichen. Also auch okay. So, dass der andere es am besten nicht abgucken kann. Okay. Na, wenn Janis nur eine Sache von heute mitnehmen könnte in die Vergangenheit, welche wäre das? Okay. Oh, wow. Fällt ja so. Yeah. Cool. Im Film seid ihr Edelstein zugeordnet. Wenn Maria ein Tier wäre, welches wäre sie? Oh, nee, lieber nicht. Ich bin doch nicht Gwendolyn. Na, ich habe jetzt schon, mir fällt das dann manchmal schwer, die Maria von der Gwendolyn zu unterscheiden. Da war ich jetzt so dabei. Okay. Jetzt eine Frage über Janis. Welchen Hollywood-Star würde er gerne mal treffen? Ja, das ist so leicht. Ja. Oh, das war so klar. Okay, aber das ist genauso richtig. Hm. Okay, und für dieses Spiel erstmal die letzte Frage. Wer ist Marias Promi-Schwamm? Warum kennst du mich besser als ich selber? Ich mich Dings. One Direction? Okay, alles klar. Nee, One Direction ist die momentane Lieblingsband meiner kleinen Schwester. Und die geht so ab, dass ich irgendwie nur noch One Direction im Kopf habe die ganze Zeit. Könnt ihr mal aufhören mit dem Gesabber? Verschwinde! Verschwinden? Ich? Wir gehen jetzt in die zweite Runde sozusagen und spielen wahr oder falsch. Das ist ja keine Aussage und ihr müsst sagen. Aber wir sagen nur, wir schreiben nicht auf. Ne? Ihr könnt auch mit den Fingern sozusagen Strikes sammeln und wer die ersten fünf hat, hat auf jeden Fall gewonnen. Schon spannende Sachen erlebt. Mhm. Und zwar, ich habe noch nie was vom Set mitgehen lassen. Nee. Ja, doch. Habe ich. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Ich auch. Also ich hab mal Socken geklaut von Rubinrot. Habe ich Socken geklaut. Ja, ich habe regelmäßig Kaugummis und Bonbons aus der Maske geklaut. nächster Punkt. Ich habe mich noch nie richtig betrunken. Ja. Ich habe noch nie gekifft. Oh weh, wenn das meine Eltern sehen. Ach komm, ja, was soll's.
Ich habe mich noch nie in einen Co-Star verliebt. Stimmt oder stimmt nicht? Mhm. Aber kein Strich. Nee. Willst du dazu noch was sagen? Ich habe mich schon mal in einen Co-Star verliebt. Okay. Traust du mir? Bereit, wenn du es bist. Der Graf hat probiert, dich klein zu kriegen. Du musst zeigen, was in dir steckt. Die Ordnung wird wiederhergestellt. Und ich habe kein gutes Gefühl. Ich bin ganz allein. Bist du nicht?